Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt direkt einen Nachfolgepart. Ich war ein bisschen noch in der Warzone, bin dann aber von einem Barbar erledigt worden, weil drei Leute mich nicht beschützt haben. Ja, einfach abgestiegen, gesegnete Waffen und ja, weiß nicht, Bogenschützen sind für nichts gut. Also Schützen und Jäger, die können es irgendwie gar nicht. Also, ich helfe nie mehr. Ich steige nicht ab und werde sofort gekillt von einem Barbar. Ja, wenn die nicht stunnen. Also, ein Jäger hat Stunts, ein Schütze hat Stunts, Sachen. Ja, sind einfach alle AFK und halt der Server lag auch relativ stark. Konnte ich nichts mehr machen. War da ein bisschen südlich von Akersborg. Aber ja, ich war noch in Samal vor, wollte dort schon aufnehmen, aber wir hatten so gesackt, also richtig durchgehend gesackt. Ja, also wir haben hier eine Tagesquest gemacht von der Gilde. Dafür haben wir 5 Tickets bekommen. Sehr schön. Und die Anzahl ist auch eine relativ nice. 901 gesammelte WM Points in 2 Stunden. Lässt sich ja sehen. 123 in ja, ein bisschen mehr als 2 Stunden. Ja, genau, ich bin ja Level 50 geworden, deshalb Level 50 bekommt man ja Warmaster Coins. Genau, stimmt. So. Gut, eine Quest abgeschlossen. Die eine Quest, Syrtis im eigenen Reich töten, geht halt einfach nicht. Wir werden niemals dorthin durch die Mauer gehen, haben es letzten paar Jahre probiert. Aber das sind erst viel später, also viel später, weiß nicht, 20 Minuten später dann doch noch reingegangen kurz. Aber waren am Tor einfach zu viele. Naja. So, und hier auch noch eine Quest abgeben. So. Dann haben wir aber noch eine Quest und die ist dort oben. Die Magna-Quest machen wir ja nicht. Aber eine Quest ist irgendwo hier unten noch, habe ich gesehen. Die da. Ursor Herald. Ist das die Level 50 Quest wahrscheinlich? Ist wahrscheinlich neu. Okay, ja, ziemlich neu sicher. So, ja, da müssen wir natürlich zum König. Ich glaube, das ist der Hammer Striker, oder? Cooler Name. Hammerschlager. Tönt echt wie ein Schlager. Dorf Rotteswall, okay. Gehen wir gleich runter. Und ja, ich hoffe, es reicht noch ein bisschen Warzone zu zeigen in diesem Part. Sonst kann ich echt mal einen langen Part machen. Aber da die Parts meistens nur so 10 Minuten geschaut werden, im Durchschnitt, bringt es das überhaupt nichts. Also wenn ihr wirklich Wars und Schlachten zu sehen wollt, schaut länger. Sobald ihr mehr schaut, der Durchschnitt höher ist, mache ich längere Videos. Ist egal, ob 2, 3 Stunden oder Livestream sogar. Also wenn ihr wirklich schaut, mache ich natürlich auch gerne Livestreams. Ausgetrocknete Höhen, das können wir noch kurz machen. Hier müssen wir noch 2 Quests abschließen. Genau, und dann bekommen wir diese 20k-Quests noch über. Sehr gut. Ja, wunderbar läuft das. Jetzt habe ich schon recht viel gelevelt, also von hier bis hier ungefähr. Ja, die Quests geben immer sehr, sehr, sehr wenig Erfahrung, aber jo, lieber als die ganze Zeit auf Grüfen einzudreschen. Die geben nämlich kaum Items. Also die sind gerade wirklich die schlechtesten Gegner. Also mit dem wenigsten Loot, leider. Okay, wir müssen aber auch nochmals nach Gokstadt. Ja, würde ich gerne zeigen, aber okay, müssen's. Müssen's machen. Weil ich komme lange Zeit nicht mehr nach Gokstadt dann. Und lieber heute noch in diesem Part machen, damit wir im nächsten Part wirklich Warzone zeigen können. Genau, das sind die Runensteine jetzt. Sehr gut. Eben die Quests mit den Anhängern,
War mega langweilig, also es geht kaum langweilig. Ganze Zeit hin und her, hin und her. Die Gegner sind nicht mal stark, aber man muss irgendwie 15 kleine töten, 8 mittlere, also große, und 3 oder 4 sehr große und dann nochmals gehen. Ah, oh, unglaubliche. Welcher Entwickler hat das eingefügt? Der muss ja masochistisch sein, wie es geht, nicht mehr. Oh Gott. Manche Entwickler sind wirklich schon herzlos. Aber gut. Das war damals ja sehr, sehr in, die ganze Zeit Grinding, Grinding und so weiter. So, einfach durchklicken. Ja, eben, also. Diese Quests vorgelesen und so Sachen im ersten Let's Play, aber im fünften Let's Play leider nicht mehr. Ja, und sonst machen wir sicher noch ein Schützen und dann werde ich alles vorlesen. Ich kann hier sogar nochmals neu anfangen von mir aus. Ich bin ja Level 7 erst. Aber spielt das Spiel selber, wenn ihr das wer wollt, wirklich hören, was sie schreiben. Sowas von langweilig, leider. Keinerlei Kick, nix. Also wirklich Standardgeflöße, das man eigentlich aus kleinen Märchen oder so hört, schon kennt. Oder eben so kleinen Spielen wie Pokémon oder so für die Jungen. So, alles rein. Truhenstein ist sicher. Sehr gut. Jo, dann gehen wir nochmals hoch. Und dann gehen wir, ja, Richtung Gokstadt. Der mit dem Grünen. Das ist nur ein einziger, der so einen hässlichen grünen Ding hat. Der ist schon die ganze Zeit bei mir. Also ich habe ihn sehr oft auch im Schlachtfeld gesehen. Die ganze Zeit ist er bei mir. Er liebt mich wahrscheinlich schon, weil ich so gut heile. Und ich habe natürlich auch 4 Buffs jetzt dabei. Das hilft schon mega viel. Also wenn ich manchmal Schützen buffe, die Schützenkillern einfach alles, weil sie auch sich mehr rauswagen können, zum Gegner kommen können. Okay, jetzt muss ich leider wieder runter kurz. Ja, da kommt man jetzt so nicht runter, wenn wir so gehen. Also, ich muss einfach das Spiel wieder ein bisschen kennenlernen, was die Vorzüge der verschiedenen Charakterklassen genau ist, weil Schützen machen manchmal auch wirklich gar nichts. Die können wegen der Reichweite, die sie nur ungefähr so 20 Sekunden haben, halt auch nicht viel machen. Es ist das Beste, wenn ihr wirklich die Ritter oder manchmal auch Barbaren bufft. Weil die Ritter tun ja auch immer schlagen und deshalb bekommt man auch immer EXP über. Weil sie einfach viel, viel mehr aushalten. Also das Beste ist eigentlich Ritter zu buffen. Mit Schaden. Und mit Defensive natürlich auch. Ja, das wäre das Beste für den Anfang als Low-Leveliger. Also da ich jetzt hier hin muss, gehe ich wahrscheinlich nur nach Gokstadt. Reicht wahrscheinlich nicht. Nach Rotteswall. Ja, also jetzt muss ich wahrscheinlich ja alles erkunden hier hinter der Mauer und sogar noch rausgehen. Ich weiß jetzt nicht gerade. Machen wir auf die Quest und die anderen mache ich dann halt ohne Aufnahme oder so. Aber ey, es ist jetzt 10 Minuten Video, also wir können das schon noch machen, dieses Video zwingen. Ich zwinge ja euch auch nicht zuzuschauen. Eben. Es wird einfach ein bisschen zu wenig geschaut. Weil manche wollen halt viel bessere Qualität, die ich jetzt gerade nicht bieten kann. Heute ist nämlich immer noch mein Mikrofon nicht gekommen. Also ich gehe da in den Kiosk und hole das Mikrofon raus. Weil es ist zu einer Poststelle. Und in Dornach gibt es nur eine Kioskstelle, Poststelle zusammen. Und die dürfen eigentlich mir das gar nicht rausholen. Also die dürfen mir das gar nicht bringen. Aber wenn die Postboten das nicht liefern, wie soll ich es dann bekommen? Da muss ich da mit dem DHL mal richtig reden.
Das geht nämlich überhaupt nicht. Ich habe 427 € ausgegeben. Stelle ich mir das vor. Nicht nur für das Mikrofon natürlich. Aber ja, ich möchte vor allem die Maus haben. Ich habe eine so schlechte DPI-Maus, also 2500 DPI. Das ist viel zu schnell. Und deshalb brauche ich unbedingt eine, die ungefähr so, weiß nicht, rund 1500 oder so bietet. Keine Ahnung, was so optimal ist. Ja, und vor allem umstellbar richtig. Also nicht in tausende Schritte, sondern in 200er Schritte, 250er Schritte. Naja. Wir müssen kurz rausgucken. Ich habe gemerkt, viele sind völlig ängstlich geworden durch die Übermacht von den Syrten vor allem. Sind viele einfach viel zu ängstlich und machen einfach kaum was, sind extremst ja, passiv. Haben irgendwie auch keine Lust mehr, ständig die ganze Zeit zu farmen. Ich habe ja jetzt 900 War Master Coins. Wir können mal schauen, aber ich glaube so 1000 plus kosten die meisten schon. Weiß es jetzt gerade nicht, aber ich möchte natürlich schon gerne irgendwas wirklich Nützliches haben. Also so 2500 fängt es, glaube ich, an. Also noch ein paar Tage warten. So viel Glück wie heute kann ich wahrscheinlich morgen und so nicht haben, weil ich sehr lange am Abend bei der Nachbarin zu Besuch bin. Weil ja, ich habe ja gesagt, dass ich sehr viel helfen muss zu Hause. Und ich helfe jetzt natürlich auch den Nachbarn. Und so langsam habe ich wirklich keine Zeit mehr zum Livestreamen und Let's Playen. Tut mir echt leid, aber Mann, es brauchen alle Hilfe. Ich bekomme halt nie die Hilfe zurück. Eben, das ist das Problem. Jetzt einmal mal essen gehen für eine längere Zeit, möchte ich mir einfach mal gönnen. Ja, aus Dankbarkeit. Jo. Es gibt 1, 2, 3, 4. Vier Familien in Nachbarschaft, direkte Nachbarschaft, die ich kenne. Und ungefähr 7 außerhalb von unserem Haus. Ja, und dann halt noch viel weiter weg, wo ich halt nie hingehen kann, weil ich nicht gerne reise. Ja. Ja, ich muss wegen dem Fußball halt schon viel zu viel reisen. Da möchte ich nicht natürlich irgendwo, weiß nicht, nach Basel gehen oder so. Ist mir ein bisschen zu weit weg. Das sind 10 Kilometer und das alles mit ganz schlechtem Verkehrsding, also immer wieder Verspätungen vor allem. Ist natürlich nicht so dolle, wenn man kein Auto hat. Wenn man ein Auto hat, ja, kann man es wagen, kein Problem. Aber wer hat schon in meiner Nähe ein Auto? Niemand. Das ist aber auch ein Fehler. Nein, es gibt sogar Xemeral-Einweisung. Okay, das ist eine Quest. Jo, dann möchte ich das eigentlich jetzt direkt machen. Ich glaube, alles führt nach Mondsignieren, dann machen wir das zuerst. Wieso schon jetzt eine abgeben? Jetzt haben wir echt viel Erfahrung bekommen. Ihr müsst bedenken, wie lange das geht. Wie lange man levelt von Level 50 auf 51. Und dann immer wie länger. Ist das schon ein Riesenschritt. Ein riesiger Schritt. Ja. Also ich bin so richtig happy. Ja, man kann da nicht viel erwarten von einem solchen Spiel. Aber hey, es ist eigentlich das einzige Spiel, das wirkliches Airfare bietet. Nennt mir mal ein Spiel, das noch Airfare bietet, wo schon draußen ist. Also nicht Ashes of Creation. Das wird auch nicht gerade so ein gutes Airfare bieten. Aber Realm vs. Realm. Das nennt mir ein Spiel, das immer noch läuft. Weil Dark Age of Camelot läuft ja eigentlich nicht mehr. Und sonst sind so eher Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter. Naja. Das ist wirklich Champions of Regnum fast einzigartig. Ja, Guild Wars 2, aber das ist ja immer instanziert. Ja, also ziemlich einfach
regional. Nicht gerade so richtig Aue. Mal schauen. Ja, bin natürlich immer offen. Aber bei Regnum bleibe ich. Also hätte ich jetzt diese Einlog-Bugs nicht immer gehabt. Mit dem Crash bei Spielstart. Hätte ich jetzt natürlich immer durchgespielt seit, wann war es? Dezember 2019. Ja. Und ich bin ja einer der ersten Spieler gewesen, die reingekommen sind im Closed Beta 2006. Und war der erfolgreichste Barbar. Und später Jäger, aber Jäger gefiel mir halt überhaupt nicht. Es war halt wirklich Pussy, also. Ich konnte so gute Taktiken verwenden. Ich wurde immer als Pussy abgestempelt. Dabei ist ein Jäger eigentlich. Ja, also er tarnt sich halt und greift dann an. Aber wenn die Leute halt auf dem Pferd sind und dann runtergeschossen werden, dann nennen dich halt alle Pussy. Aber hey, das ist im Jägers Job. Also, ja. Jäger sind halt einfach beim Leveln ein No-Go. Also wenn ihr einen seht, der levelt, bitte nicht angreifen. Der levelt nur, der macht überhaupt nichts. Dann könnt ihr im Krieg dafür priorisieren dann. Aber gut. Also eben gegen Mobs kämpfen, da sollte man niemanden angreifen. Naja, es sind halt alles wirkliche Pussys. Ja, es werden halt immer die optimalen Taktiken ausprobiert und die sind das meistens unfair. Ein Gehstein. Ja, heute bin ich echt faul gewesen beim Stein suchen. Also immer nur zwischen zwei Orten ein bisschen geschaut. Wie viel habe ich? Ich glaube 18 habe ich das letzte Mal gesehen. Ah, 13, okay. Naja. Ich finde die ganze Zeit Felsen. Also, wie viel Felsen heute? 21 Felsen. Heute. Und nur 13 Magneten. Ja, ist klar, wie soll ich nicht öfters schauen nach Magneten? Jo. Naja. Aber hier im Anfängergebiet lässt sich gut Magneten suchen. Bin ja eben auch nicht mehr so oft hier. Also wenn ihr Magneten braucht, macht euch einen neuen Charakter. Und farmt ein bisschen Magneten. Hier im Startgebiet lohnt sich auf jeden Fall. So, McDill Hellborn. Wieso sind eigentlich alle Englisch plötzlich? Die waren doch immer auf Deutsch. Ja, kenne ich alle. Ximerald Erz. Hallo. Jetzt muss ich echt hier mir die Quest merken. Da wir ja null haben. Das ist so, also diese Quests sollten ab Level 60 sein, also vorher kann man da gar nicht gut reingehen. Ich habe 1388 im Lager. Naja. Sind halt schon ein paar dazugekommen in letzter Zeit. Ich meine einfach, es wird gar nicht mehr so oft da Magneten gesucht. Also ich sehe manchmal einen, der sehr leicht für mich ist, Magneten suchen. Sonst wird eigentlich Magneten gar nicht mehr gesucht. Wenn dann wirklich hier entlang. Weil die meisten gehen dort auf, da, auf den, in die Warzone. Also in die Kalmar-Insel. Aber sonst wird eigentlich nicht Magneten gesucht.
Deshalb freut es mich auch immer, dass ich hier einen Magneten, also ein Gestein finde. Diesmal ist es auch nur ein Fels gewesen. Aber gut. Hier gibt es manchmal auch einen Magneten. Seka-Insel. Oh, riesiger Friedhof mit Walen. Oh nein, mit Drachen wahrscheinlich. Also für mich sieht das irgendwie aus wie ein Wal. Also die Schädel sind falsch. Die gehören keinem Drachen. Also eigentlich ist der Wal der einzige, der so einen Schädel hat, wenn dann noch ein Elefant. Aber Drachen haben ganze Schädel. Ja, könnte ich. Ja, nein. Die Brustkästen haben so, also Wale haben nicht solche. Ja, da sind die Entwickler wahrscheinlich ein bisschen blöde gewesen. Haben nicht nachgeschaut, wie Drachen Ding haben. So, Magneten, komm. Schon wieder Fels. Heute ist der Felstag. Also, wenn ihr Felsen habt, bitte mir geben. Ich sammle die. Ja, da muss ich eigentlich nur noch zurück. Wir suchen jetzt nicht nach Magneten. Das ist doch langweilig. Hey. Ja, hier gibt es meistens noch eine, aber dieses Mal auch nicht. Was diese Löwen hier im Eisreich und alles machen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das jedes Reich, diese Löwen. Wenn dann Schneeleoparden oder so, keine Löwen. Oder so, ja. Deckerfangs. Was sind Deckerfangs? Klingenklauen. Was sind das? Sind auch Schneelöwen, also Schneetiger. Aber gut. Vor allem immer auch auf Deutsch Deckerfang. Also Tackerfang. Es geht. Dachte ich schon. Da muss man doch durchkommen. Man kann sogar da rechts hoch. In diesem Wald. Der geht auch dort durch. Viel Spaß beim Runterfahren. Ja. Ja, Suicidana. Nein, Suiana. Suicide Squad. So, ja, die Quest nehme ich jetzt natürlich nicht an. Ich kann sie auch nicht annehmen. Da haben wir einen. Okay, Crafting Quest. Unglaublich, sagen Schweden. Staunt mich jedes Mal. Okay, dann müssen wir Crafting Meister durchgehen. Okay, einer ist weg. Ja, blind. Genau, wieder dieses Holz machen. Und wir haben wahrscheinlich noch nicht genug 5 von 10. Nehmen wir die mal raus. Jo, das ist leider die Folge fertig. Also, wie viele haben wir? Also, diese Greifenschnäbel-Sachen, die verkaufe ich. 3388 habe ich ja gesagt. Tasche mit Knochen haben wir recht viele. Feindliche Knochen. Da, 340 Felsen. Okay, dann machen wir die mal rein. Ah, oh, falsch.
also 12 und 21, 3, ja, genau, und die Essenzen raus. Ja, wir haben genügend. 8 raus. Stahlbahn raus und das Holz. Wie heißt das Holz? Da haben wir aber noch Stamm. Ne, haben wir schon genügend draußen. Ich brauche einfach diese fertigen. Die hier, oder? So. Ja, gut. Ach, so ein Mist. Das Inventarsystem könnte mal auch mal verbessert werden. Level 33, wow. Ja, da sieht man, wie viel ich gekillt habe wieder. Ah, eine Glückkiste. Rüstung natürlich. Eine Tiara! Oh! Eine Level 50 Tiara mit Rüstungsbonus, Angriffsreichweite. Ist natürlich besser. Ja, viel besser. Die lage ich noch. Eine Überraschungsbox. Eine weitere. Was haben wir bekommen? 39.930 Goldmünzen. Ich kann es nicht mal sagen. Ein Schrott, den man manchmal findet. Jo. Ja, Soulmonger. Wann kommt dieses Event eigentlich wieder? Müsste eigentlich immer noch drin sein. Was denn jetzt? Wo ist jetzt das Holz da? So, dann kurz Questen, Kräften. Jo, so langsam habe ich echt zu viel aufgenommen. Okay, jetzt haben wir wieder nicht genügend. Ja, und so ist alles zu low-levelig. Wenn dann der Eisstab. Zerbruchresistenz ist halt natürlich schon sehr gut. Ja. Dann doch eher dieser. Ja, werden wir dann mal sehen. Also zwei Quests zum Abgeben, beide hier drin. Okay. Gibrohr. Wir müssen jetzt da die Kiste irgendwo. Da. Ah. Das ist nämlich die Gegentruhe. Ich wusste gar nicht, dass die hier drin ist. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich da machen muss. Edle Material einfach abgeben hier. Ah, ich dachte, das wäre ein Ausrufezeichen. Ja, sehr schön. Liebe Quest, nicht verbuggt sein. Weiß jetzt gerade auch nicht, was ich machen muss sonst. Hallo, ich muss doch die geben. Also ich muss einfach zuerst alle Quests abschließen, dann geht es hier weiter. So, jetzt haben wir einfach nur noch diese Quest, dann gehen wir einfach mal hier vorne hin und geben, also machen die weiter. Das ist natürlich wieder der Bibliothekar. Wieder ein Buch holen, das ist ungefähr zum 20. Mal. Und dann wieder da vorne reden.
F-Dikt. Zu einem anderen Händler. Ja, einfach der da drüben. Zu schwer. Bücher zu schwer, okay. Könnte der untere sein? Nö. Kurz in die Kneipe. Ja, dann können wir das Buch hier wieder abgeben. Jetzt haben wir nochmal eine Quest abgeschlossen, sehr gut. Und nächste Quest ist wieder Tal des eisigen Windes. So, was ich mache ist die Quest mal ruhen, also einfach durchlaufen, aber nicht abgeben oder so, nicht weitermachen. Die Quest werde ich abschließen. Und nach Rotteswall werde ich, nach Kohlheim gehe ich auch. Also die zwei Quests mache ich mal. Und die Quest werde ich dann auch abschließen. Das ist nur die Crafting Quest. Ist jetzt auch nicht so interessant. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.